Guten Tag, meine lieben Freunde meines Kanals Entdeckung, Relikte, Reisen, Robert Mann. Ich befinde mich heute am Sonntag an dieser Brücke, die zurzeit baufällig ist, auf dem Wanderweg zwischen Ehrenberg und Losdorf. Auf der zukünftigen wieder reaktivierten Strecke der alten Trassenführung der Schwarzbachbahn kann man sehr deutlich sehen, wie dieser einst mal in die Landschaft hineingesetzt wurde. Hier oben ist auch eine Landstraße, die die Orte zwischen Ehrenberg und Losdorf verbindet. Hier fließt rechts der Schwarzbach vorbei und auch parallel sozusagen zur ehemaligen Schwarzbachbahn, die wir aber jetzt in unserem Verein wieder als Herausforderung annehmen und wieder reaktivieren wollen. Wir möchten, dass die Bahn von Gustav-Kohlmühle im Sebnitztal, an der Sebnitzbahn, am liebsten von dort wieder beginnt, über den Bahnhof Losdorf führt, der jetzt sozusagen durch den Verein auch wieder hergestellt wurde. Und die Trassenführung soll dann bis Ehrenberg weiter fortgesetzt werden und schließlich bis nach Hohenstein. Natürlich hätte man als Verein auch noch den Gedanken, dass vielleicht die Idee auch umgesetzt werden kann. Ja, und zwar von Gustav-Kohlmühle eine Trasse zu bauen bis nach Bad Schandau zum Nationalparkbahnhof. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Und wir wollen ja heute sozusagen hier mal in die Landschaft schauen, wie das einfach auch aussieht, wie derzeitig die Bautätigkeit, der Bauzustand der Strecke, der aktuelle Stand aussieht. Und ja, hier nochmal die ganzen Bauelemente, Bauteile, der Geröll, der mit verfugt wird in die Trasse, damit sie denn in Zukunft stabil ist. Und ja, dieses Stück hat so circa, ja, ich denke, das werden so 700 Meter sein. Ich muss da nochmal nachsehen in den Unterlagen. Ich bin hier heute mal spontan hergekommen und dachte mir, ich mache mal eine Aufnahme, um euch zu zeigen, wie es ja derzeit aussieht. Und ich finde, für die tätigen, aktiven Mitglieder des Vereins ist es eine erstaunliche Bauleistung, die schon hier vorangetrieben werden konnte. Heute ist ja wie gesagt Sonntag, da ruhen die Arbeiten, denn man möchte natürlich auch keine Lärmemissionen verursachen. Ist natürlich sehr witzig, weil hier an der Straße gerade der Autolärm lang geht, aber ja. Hier auch nochmal ein Blick in die Landschaft. So würde der Verlauf der Bahn wieder erfolgen durch dieses schöne kleine Tal. Kann man schon so sagen. Ein kleines, ja, Tal. Ich denke schon. So. Hier haben wir noch eine Greifzange, die wir hier sehen im Vordergrund. Und mehr zum Horizont hin sieht man dann auch noch einen Bau einer Baumaschine und einen Wegbereiter. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich könnte vielleicht noch ein paar Meter vorgehen. Hier plätschert so schön der Schwarzbach. Ah, komm, ich gehe noch ein paar Meter. Das kann ja nicht schaden. Und ihr habt ja nicht ohne Grund ja, hier mal angeklickt, um mal zu sehen, was ich mir heute mal wieder sende. Ja, nun habe ich allerdings keine Gummistiefel an und die weitere Wegesführung müsste ich mit einem entsprechenden Schuhwerk fortsetzen. Das habe ich jetzt nicht dabei.
Aber ihr könnt ja jetzt schon sehen, da vorne kommt dann die Rechtskurve. Da ist auch ein Schotterweg schon vorbereitet, sodass man auch laufen kann während der Bautätigkeiten. Damit man hier auch genügend Baufreiheiten hat, wurde schon einiges verräumt. Und genau. Und hinter der Rechtskurve ist dann die nächste Brücke, die auch derzeit inspiziert wird. Ob sie denn die Stabilität dann erreicht, um sie in Zukunft zu nutzen, das wird man dann plantechnisch umsetzen und nach der Begutachtung dann feststellen. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für alle Sponsoren, für alle Spenden, die den Verein erreichen. Und wünsche einen angenehmen Sonntagnachmittag. Viel Spaß und schöne Grüße aus Losdorf bzw. Ehrenberg an der Schwarzbachbahn Straße. Tschüss, euer Robert.